und herzlich willkommen bei einer besonderen Folge von Marie Salon de Livre List. Es ist BookTube Summer Camp Zeit. 34 BookTuber haben sich zusammengeschlossen und diese Aktion ins Leben gerufen und beschäftigen sich mit Sommer, Sonne, Strand, Bergen, Meer, alles, was so der Sommer zu bieten hat. Ich freue mich sehr, dass ich heuer erstmalig dabei sein darf und haben mir schon einige Beiträge angeschaut und finde es total spannend und echt genial, was da so geliefert wird. Ich selbst bin ja nicht sehr kreativ, deswegen bin ich immer sehr froh, wenn andere tolle Ideen haben, die man dann umsetzen kann. Und vielleicht haben schon ein paar gemerkt, ich bin aus Tirol, sprich ich wohne da, wo ganz viele gern Urlaub machen und habe mir, ein Buch vorgenommen, das wirklich gar nichts mit den Bergen zu tun hat und ein absolutes Kontrastprogramm dazu ist. Aber jetzt als erstes zeige ich euch ein bisschen was von Innsbruck, nehme euch ein bisschen in die Stadt mit, mehr oder weniger die Highlights oder die Touristensachen zeige ich euch und dann gehen wir woanders hin. Das waren ein paar Impressionen aus Innsbruck. Goldenes Dachl, Hofkirche mit den schwarzen Mandeln bzw. den schwarzen Frauen, Innpromenade, einfach ein bisschen was von der Innenstadt. Jetzt geht's auf wie auf den Berg, so wie wir das nennen. Innsbruck hat einen Hausberg, das ist der Bad Schackhofel. Die Stadt befindet sich auf ca. 600 Höhenmeter und wir fahren jetzt mit der Gondel bis auf 1900 und gehen dann noch ein paar Höhenmeter hinauf. Dann zeige ich euch ein Buch, das eigentlich das komplette Kontrastprogramm zu den Bergen ist. Und die Videos und Fotos aus dieser Umgebung sind jetzt nicht nur von diesem Berg, sondern rundherum, da wo meine letzten Wochen so waren und wo ich einfach euch ein bisschen mitgenommen habe, um euch einfach Tirol ein bisschen näher zu bringen. Und viel Spaß jetzt oben auf dem Berg. Schon da in den Bergen bin und dieses super Panorama habe, hier unten direkt hinter mir ist Innsbruck, habe ich mir gedacht, nehme ich ein Buch mit und da nehme ich dann wirklich das Meer mit. Ich spreche von Sarah Fischer, Zeilen ans Meer. Ich glaube, viele wissen, dass Sarah Fischer Adriana Popescu ist und bei mir krabbelt da jetzt irgendwo ein Viech. Ist schon weg. Danke. Das war mein Kameramann, der mir da zur Seite steht.
Sarah Fischer ist Adriana Popescu. Ich glaube, das wissen in der Zwischenzeit viele. Sie hat das gerade vor ein paar Monaten gelüftet, dieses Pseudonym. Und Adriana mag ich sehr, sehr gern. Egal, ob das ihre New Adult Bücher sind, ihre Jugendbücher oder ihre Romane, wie zum Beispiel Goldene Zeiten im Gepäck, das im Jahr 2020 für mich ein recht richtiges Highlight war. Mit Zeilen ans Meer dachte ich, dass ich mir einen locker flockigen Sommerroman anlache, aber der hat so viel mehr. Worum geht's? Es geht um eine Flaschenpost, die von einer jungen Frau während ihres Auslandsjahres in Australien abgeschickt wird und Jahre später dann tatsächlich gefunden wird. Sam findet diese Flasche, macht sie auf, findet den Brief und entschließt sich, Lena zu schreiben. Lena antwortet und man könnte meinen, dass die zwei beginnen tatsächlich über E-Mail, WhatsApp, was auch immer, sich zu kontaktieren, aber nein, sie bleiben auf dieser Retro-Welle und schreiben sich immer noch richtige Briefe. Was total nett ist, weil da, also es ist ein richtiger Briefroman. Wir haben also da tatsächlich immer genaues Datum, wann geschrieben wird und so weiter. Also es ist tatsächlich, man wartet dann immer 2, 3, 4 Wochen, bis der Antwortbrief kommt. Und das macht es an sich schon sehr spannend. Und gleichzeitig ist das so, dass der Roman nicht so locker flockig ist, wie ich mir gedacht hatte, sondern da geht es schon um ganz, ganz wichtige Dinge und um entscheidende Fragen, was habe ich in meinem Leben richtig gemacht, wo hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen müssen. Ganz für uns selber manchmal, dass man sich selber fragt, was hätte ich denn anders machen können. Aber es ist irrsinnig toll geschrieben, die Briefe, die dort sind, werden mit Mal zu Mal offener, persönlicher und sehr viel tiefgehender. Und Zeilen ans Meer passt einfach wahnsinnig gut jetzt in das Ambiente. Mehr will ich zu dem Buch gar nicht sagen. Bitte greift es dazu, lest es. Es ist wirklich ein tolles Buch. Egal ob am Strand oder in den Bergen oder in der Stadt, wo auch immer. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Und das war mein Beitrag für das Sommercamp der Booktuber. Ich habe auch ein bisschen was von Innsbruck und Umgebung, von den Bergen gezeigt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, konntet vielleicht einen Eindruck gewinnen und sagen, boah, da könnte man auch mal hinfahren. Falls ihr mal nach Tirol kommt, so schreibt es mir ab, ich kann euch sicherlich ein paar Tipps geben. Ja, ich kenne nicht alles, man kann nicht alles kennen, aber es gibt immer ein paar Sachen, wo man sagt, da müsst ihr unbedingt hin, schaut euch das an. Wenn ihr nach Innsbruck kommt, dann kriegt ihr auf jeden Fall Tipps. Und damit lasse ich euch jetzt mit den letzten Impressionen aus meiner Heimat und wünsche euch wie immer schönen Tag, tolle Woche, bitte bleibt gesund, sucht euch guten Lesestoff. Pfiat euch, bis bald.